Nach dem Frühstück um 7 Uhr treffen wir uns um 8 mit Collet und Marchwissin. Zusammen fahren wir nach Sandway, denn morgen steht unsere Hochzeitszeremonie auf dem Programm. Dazu müssen wir noch einige Besorgungen machen. Opfergaben und Sachspenden für die Mönche, die uns im Kloster segnen werden. Zum Beispiel neue Mönchskleidung, einen Wasserkocher, Speisen und so weiter. In Sandway angekommen, fühlen wir uns gleich wieder heimisch. Und los geht's ab auf den Markt. Wie immer herrscht hier reges Treiben und Handeln. Marchwissin muss morgen für ca. 45 Personen kochen. Dazu ist natürlich einiges an Zutaten einzukaufen. Und auch Blumen für die Dekoration der Tische müssen besorgt werden. Marchwissin ist natürlich gut vorbereitet und hat ihre Einkaufsliste dabei. Collet besorgt uns Ladebuns für unsere SIM-Karten, damit wir auch ins Internet können. Nun ist es aber an der Zeit, die Geschenke für die Mönche zu besorgen. Dazu gehen wir in den Laden von Doris Leibschneiderin. Auch Kampan Pyu hat wieder einiges für sich entdeckt. In diesen Geschenkskörben befindet sich Mönchskleidung. Collet gibt uns hilfreiche Ratschläge, was die Mönche wohl so benötigen könnten. We have this cup for the special offer for the monastery. Yes? And what? 23,500. Auch beim Verhandeln des Preises ist uns Collet eine große Hilfe. Millet, eine junge Köchin des Aureum Resorts, hat gerade ein Baby bekommen. Wir möchten sie gerne im Spital besuchen und mit ein wenig Babykleidung überraschen. Ist es für ein Boy oder für ein? In Myanmar spielt die Farbe der Kleidung keine Rolle. Es gibt hier nicht wie bei uns rosa für Mädchen oder blau für Jungs. Die Babykleidung kostet zwischen 3 und 4 Euro im Schnitt. Nachdem alle Einkäufe getätigt sind, machen wir uns auf den Weg in das Hospital. Natürlich ist das Spital von Sandway nicht mit unseren Maßstäben zu messen. Wir machen uns auf die Suche nach Millet, können sie aber nirgends finden. Schließlich erfahren wir, dass sie das Spital vor einer knappen Stunde verlassen hat. Also machen wir uns auf den Weg zu ihrem Zuhause.
Nur wenige Minuten später haben wir ihr Heim erreicht. Ihr Zuhause ist eine einfache Holzhütte im typischen Rakhine-Stil. Hier lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Eltern. Als wir eintreffen, schläft Millet. Sie ist von der Geburt ziemlich erschöpft. Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, uns willkommen zu heißen. Sichtlich geschwächt, aber voller Stolz präsentiert sie uns ihr Baby, das allerdings noch keinen Namen hat. Wir merken natürlich, dass es Millet nicht so sonderlich gut geht. Wir hätten sie auch fast gar nicht wiedererkannt. Also wollen wir sie nicht lange belästigen und verlassen die Hütte wieder. 25. Millet ist also 27 Jahre alt, ihr Mann 29. Beide wirken aber wesentlich jünger. Am Heimweg nach Miapien machen wir eine kurze Rast an Kampan Pius Lieblingsplatz. Wahrscheinlich ist es deswegen sein Lieblingsplatz, weil es hier einen Stand mit seinen Lieblingsfischchips gibt. Anschließend geht es weiter. Es steht ein Friseurtermin an. Die Friseuse vom Yapin möchte gerne schauen, was sie morgen wohl aus Doris zu machen kann. Doris muss sich nun also zur Frisurenprobe einfinden. Ma Shui-Sin zeigt anhand eines Fotos auf dem Handy, wie sie sich das vorstellen würde. Und schon ist die Diskussion im Gange. Flower, ja. Ja, ja, yes. Ja, beautiful, yes. Holt mich hier raus. What if? You're doing a haircut? Die Entscheidungen sind getroffen und wir kehren zurück in unsere Villa am Napoli Beach. Der Sonnenuntergang ist gleichbedeutend mit Abendessen im Golden Sea. Was hast du denn da schon? Zurück in der Villa finden wir einen wunderschönen Hochzeitsstrauß vom Aureum Resort vor und fiebern den morgigen Tag entgegen.